Willkommen zurück zur nächsten Kanalvorstellung. Heute sind wir auf dem Kanal von Neonlight 7 zu Gast. Der Kollege hat 32 Abonnenten, 2194 Videoaufrufe bislang. Let's Play seit dem 22. August letzten Jahres, ist aber schon Mitglied seit 15. Januar letzten Jahres. Und ja, wie gesagt, es ist ein sehr guter, bekannter Kollege von mir. Bin mit ihm auch schon sehr lange in Kontakt, muss ich sagen, seit, boah, lass mich nicht lügen, halbes Jahr vielleicht, ein Jahr. Kann sein, dass ich mich auch täusche, aber ich meine, seit einem Jahr kenne ich ihn gut. Seine laufenden Projekte seht ihr hier unten. Das wären zum einen Crazy Machines, neue Herausforderungen, Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Robo-Fußball Bundesliga 2013. Die dazugehörige Tabelle hat er auch hier wieder. Da könnt ihr immer euch auf den aktuellsten Stand bringen. Oder da bringt euch immer auf den aktuellsten Stand. Dann hat er bei Facebook ein Profil. Da könnt ihr auch gerne die Seite mal liken. Dann hat er hier seine Subbox. Sind auch ein paar drin, die ich persönlich auch selber gucke. Hier zum Beispiel Gronkh oder auch WeHawkLP, durch den ich selber zum Let's Playing gekommen bin. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Chainsaw Man 16 hat er noch drin. Wie gesagt, seit dem 15. Januar letzten Jahres zusammen Mitglied. Und hier hat er auch nochmal hingeschrieben, weil ein paar Leute haben Probleme mit der Aussprache seines Kanals. Neonlight 7. Für die ganz Dummen hat das hier nochmal aufgeschrieben. Neonlight 7. Okay, ich meine, ich hatte damit am Anfang sehr Probleme auch, den Namen überhaupt auszusprechen. Aber, wie gesagt, auf den Namen musste er erstmal kommen. Ey, gucken wir mal seine Videos. Er lädt sie eigentlich wirklich regelmäßig hoch hier von der Stunde. Okay, jetzt hier vor zwei Wochen. Da hat er aber auch geschrieben oder gepostet, dass er sich momentan eine Auszeit nehmen will wegen, ja, kann ich ruhig sagen, privaten Problem. Aber sonst eigentlich jeden zweiten Tag mindestens kommt was. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch immer drauf freuen. Wie gesagt, er hat mir auch noch verraten, dass... das darf ich ja gar nicht sagen. Ich glaube, er hat mir zwei Sachen in seiner riesen PN geschrieben. Das war ein riesen Roman, hat er mir da geschrieben. Aber fand ich okay. Und da hat er halt zwei Sachen geschrieben, die ich euch jetzt nicht verraten soll. Die ich aber weiß, worauf ich mal sehr gespannt bin, wie er das hinbekommen will. Also, toi toi toi. Also, da bin ich, wie gesagt, mal gespannt. Und ja, wenn euch sein Kanal gefällt, wir können doch mal seinen Kanalhintergrund sehen. Boah, guckt euch das an. Nicht schlecht, also finde ich sehr gut gelungen hier mit Neonlight, das N, super. Dann hat er hier auch nochmal geschrieben, was das ist. Robo-Fußball. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Zack, wieder ran so. Ja, wie gesagt, Crazy Machines, Pokémon und Robo-Fußball bislang seine Projekte. Ein paar kommen vielleicht auch noch dazu. Wie gesagt, ja, da ja stehen, kommende Projekte werden grundsätzlich nicht verraten. Finde ich auch eigentlich okay, dass man sich ein bisschen drauf freuen kann, mal, ja, sich so ein bisschen darüber Gedanken machen kann, was vielleicht kommen könnte. Flash Games und Let's Battles können jederzeit kommen, das hat aber keine Garantien. Wie gesagt, falls er mal eine Pause macht, wird er es entweder posten und dann wird er, und dann wird es in der Kanalbeschreibung nochmal auftauchen. Also dann wird er es wahrscheinlich hier oben nochmal hinschreiben, dass er vom, was weiß ich, von dem Tag bis zum dem Tag nichts hochlädt. Finde ich wirklich super. Oh, schau mal. Sind seine Videoaufrufe mehr geworden? 2201? Vor ein paar Sekunden waren es noch 2196. Wow, hysterisch. Also, wenn euch der Kanal gefällt, ich habe ihn selber abonniert, ich finde seine Videos wirklich sehr gut gelungen, dann geht auf seinen Kanal, lasst ein Like da, lasst ein Abo auch gerne da, schreibt ein paar Kommentare unter seine Videos, der macht es wirklich super. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns nächsten Samstag zur nächsten Kanalvorstellung wieder. Euch noch einen schönen Restsonntag, euch eine schöne Woche, kommt gut rein. Und ja, bis dahin, euer HSPLP.